Endlich mal wieder Probefahrt und sogar was Aktuelles. Und zwar die Harley-Davidson Panamerica. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, heute geht's mal um die Harley-Davidson Panamerica. Aber an der Stelle natürlich wieder meine mittlerweile übliche Warnung, das ist kein Motorradtest. Alles Weitere findet ihr in meinem Probefahrten-Beipackzettel, den ich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Also wenn ihr auf sowas aus seid, weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen. Ich wieder mal einfach nur Probefahrt unterwegs und erzähl alles, was mir in dem Moment so in den Kopf schießt. So, wir haben also hier Harley-Davidson Panamerica. Harley hat sich also auch angeschickt, sozusagen in fremden Revieren zu wildern, würde ich mal sagen. Das war ja im Zuge von so einer größeren Kampagne angekündigt. New Roads to Harley-Davidson hieß es damals. Und das Ganze ist aber schon wieder gekippt worden. Das einzige Modell, was davon übrig geblieben ist, ist die Panamerica. Das, was mich am meisten interessiert hätte von dieser Serie, die Harley-Davidson Bronx, sozusagen so ein bisschen Street Fighter-mäßig, die ist leider auch dem ganzen Radikalschlag zum Opfer gefallen. Und so ist jetzt nur die Panamerica übrig geblieben. Und natürlich weiß jeder, kann sich jeder vorstellen, auf welche Zielgruppe das rausgeht sozusagen. Es sind natürlich so BMW GS und so weiter. Und ich hatte ja schon in meiner Probefahrt zur BMW R18 gesagt, das ist ja quasi gleich der Gegenangriff für mich irgendwie von BMW gewesen auf das typische Harley-Segment. Die haben ihre Aufgabe recht gut gemacht und jetzt gucke ich halt mal so, wie mein Eindruck jetzt da ist von Harley, die quasi im Revier von der GS wildern. Und für dieses neue Modell jetzt da ist ja auch, glaube ich, ein neuer Motor entwickelt worden. 1250 Kubik Twin wie gehabt und ja, er zischt auch ganz ordentlich, muss ich sagen. Das, was mir am meisten gefallen hat, gleich wieder beim Anmachen, hat mich so ein bisschen zurückerinnert an meine erste Probefahrt mit meiner Diva damals. Der Sound war echt kernig. Da muss ich jetzt dann gleich, wenn ich nochmal anhalten, gucken hinten, inwiefern da schon irgendwas anderes drauf ist. Aber das klingt echt kernig. Also gefällt mir. Und so vom Fahren her auch echt knackig. Im Moment habe ich hier Sportmodus eingeschaltet. Da zischt es dann noch recht ordentlich. Ich hatte am Anfang hier, muss ich mal gerade gucken, hier oben ist der Mode-Taster. Da kann man dann halt immer so ein bisschen durchdrücken. Traktionskontrolle, Regenmodus. Da ist jetzt da quasi hier, ich weiß gar nicht, ob sie auch PS gedrosselt haben, aber hier ist, wenn man dann ans Gas geht, das ist alles sehr gemächlich sozusagen. Kann man also 1070 Sachen hier an der Kiste einstellen. Überhaupt dieses Riesensammelsurium an Tastern ist natürlich erstmal ganz schön heftig. Und auf die kann ich natürlich heute in so einer kurzen Probefahrt auch nicht wirklich drauf eingehen. Von daher nehmen wir sie einfach mal wahr, dass hier wirklich alles Mögliche an Schalter, ihr seht ja auch schon vorne Display, richtig mächtig. Ich schalte hier mal wieder auf meinen Sportmodus. Jetzt bin ich einmal dran vorbei. Sportmodus um. Riesendisplay vorne drin. Ist ja mittlerweile auch so ein bisschen gang und gäbe. Und da könnt ihr ja 1070 Sachen dran einstellen. Handykopplung ist mit dabei. Und ihr seht schon, läuft. Zur Optik kommen wir natürlich gleich nochmal, wenn ich angehalten habe. Aber eine Sache hat mich auf jeden Fall gleich schon verwundert, die ich irgendwie von Bildern her anders gedacht hatte.
Wir haben ja hier vorne irgendwie so diese Trennung zwischen Tank und dieser Verkleidung. Da dachte ich, die dreht sich vorne mit, aber tut sie nicht. Die bleibt trotzdem stehen. Von daher, naja, wie gesagt, das gucken wir uns gleich nochmal an. Jetzt haben wir auch gleich mal ein bisschen halbwegs richtiges Terrain für das Ding hier. Nein, natürlich nicht, aber hier hobbelt es mal ein bisschen. Da kann man zumindest auch mal gucken, wie bequem sie da ist. Irgendwelche Fahrwerkseinstellungen habe ich mir jetzt auch nicht erklären lassen, beziehungsweise weiß ich auch gar nicht, ob das hier standardmäßig in dem Modell mit drin ist oder ob das was ist, was man zubuchen muss. Mache ich mal meine Standardsachen. Also, ich muss mal ein bisschen Luft reinlassen. Es ist ja echt übel. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem noch gut verstehen. Sitzen wieder echt herrlich, richtig entspannt von der Beinhaltung her, ganz locker flockig. Die Füße unter einem, knapp vor einem. Wie gesagt, Kniewinkel für mich ist echt optimal. Nur noch mal kurz nebenbei, 1,80, knapp über 1,80 groß bin ich. Da passt das, wie gesagt, hier mit den Beinen echt super. Sitz auch richtig schön gemütlich. Und er ist zwar auch fest, aber weicher wie jetzt die meisten anderen. Also ich habe ja bei fast allen Probefahrten letzte Zeit immer gesagt, boah, der Sitz ist ganz schön stramm. Er ist zwar auch straff, aber ich finde ihn schon echt gemütlich, muss ich sagen. Mein Lieblingsthema immer wieder mal Spiegel. Ich kann hier richtig geil was an mir vorbeisehen. Ich muss sagen, die Arme finde ich ein bisschen frickelig, vor allen Dingen für so ein Adventure-Bike. Aber naja, passt auf jeden Fall so von Spiegeln. Ich wirklich ideal, dass ich an mir vorbeigucken kann. Und einen richtig positiven Punkt, den ich bis jetzt direkt gemerkt habe, ist natürlich jetzt nur was mich als Mobo-Vlogger hauptsächlich interessiert. Wobei, stimmt eigentlich nicht. Wie gesagt, eigentlich ist der Krach auf dem Helm ja wirklich ein Thema für jedermann. Für mich passt hier die Windscheibe wirklich ideal. Also ihr habt ja, wenn ihr andere Videos von mir geguckt habt mit Probefahrten und jedes Mal, wenn eine Scheibe dran war, hatte ich tierisch Ärger mit Ton, weil der Wind halt immer gerade so auf die Unterkante vom Helm trifft und dann ein riesen Spektakel macht. Hier bis jetzt da optimal. Ich habe es jetzt hier in der obersten Stellung. Lässt sich relativ einfach hier vorne mit so einem Hebel hoch und runter stellen. Selbst in der unteren Haltung war es relativ gut, fand ich. Da habe ich jetzt auch noch nicht wirklich Probleme mit dem guten Stück gehabt. So, und schneller wie ich dachte, bin ich schon an dem Punkt, wo ich es mir jetzt da mal in Ruhe von außen angucken will. Vorher können wir noch mal einmal ein bisschen hier ein bisschen zwiebeln. Und jetzt steht er im Weg. Ich glaube es nicht. Das ist ja mal eine super Idee. Ja, jetzt muss ich mir gleich noch mal eine Stelle finden, wie ich da wieder hinkomme. Können wir gleich noch mal ein bisschen drehen und können bei der Gelegenheit mal ein bisschen gucken. Auf jeden Fall hat man hier bei der auch schon mal nicht so Harley-typisch irgendwie das Gefühl, dass man gucken muss, oh, wie weit geht es noch, bevor sie anfängt irgendwie zu kratzen. Sollte natürlich bei so einem Ding hier auch nicht sein. Aber wie gesagt, so vom Fahren her läuft echt geschmeidig. Sodele, und hier haben wir das gute Stück einmal von außen. Einige Sachen, die für mich doch zumindest sehr Harley-untypisch sind. Kette, puh. Aber Brembos vorne, schöne Sache. Auspuff wollte ich mal gucken. Screaming Eagle klingt für mich zumindest schon mal, als ob das zumindest ein bisschen aufgepeppter ist. Und das hört man auch. Also, Der Sound gefällt mir echt gut. Eine ganz andere Baustelle ist natürlich die Optik. Puh. Also ich muss gestehen, gerade jetzt hier in Schwarz, es ist nicht ganz so schlimm, wie ich es von den Bildern in Erinnerung hatte. Aber puh. Da frage ich mich echt immer so, boah, wer entwickelt denn sowas und sagt, das sieht gut aus. So ein bisschen erinnert mich ja dieser Aufbau an die ersten Varianten von der Multistrada. Da war es ja auch so, dass irgendwie Tank und hier
Verkleidung war so ein festes Stück und obendrauf war nochmal eine kleine Verkleidung, die sich dann aber halt mitgedreht hat. Wie gesagt, so hatte ich es mir auch vorgestellt, als ich die Bilder gesehen habe. Jetzt habe ich halt gemerkt, das vordere Teil ist trotzdem starr. Dann frage ich mich halt, warum kann man das nicht so ein bisschen auch am Stück machen hier alles? Naja, da scheiden sich die Geister. Ich bin mal gespannt, ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben. Ich bin mal gespannt, wie viele finden es gut, wie viele finden es böh, wie vielen ist es egal. Wie gesagt, so in Schwarz finde ich es jetzt gar nicht so schlimm, aber es ist schon sehr schwierig. Ansonsten für mich ja Hauptsache zwei Scheibenbremsen schon mal vorne. Hinten halt Kettenantrieb, das ist ja das, was ich immer gerne loswerden würde. Aber ansonsten Motörchen, was ich jetzt so gesehen habe, hat mir echt Spaß gemacht und was ich ausprobieren konnte. Also das Ding hätte ich echt gerne in so einer Bronx, in so einer einfachen Naked Bike gehabt. Oh, ja, wer meint's? Also rein vom Sound her schon. Was ich jetzt da dann nochmal fragen muss, wenn ich es wieder zurückgegeben habe, ist natürlich aktuelles Thema Standgeräusch, ne? Klingt für mich ein bisschen brutal, was da im Moment rauskommt. Aber zählen tut da ja immer nur das, was eingetragen ist als Standgeräusch. Von daher werde ich das auf jeden Fall mal abklopfen. Und wahrscheinlich werde ich es euch jetzt schon einblenden, wenn ich es rausgekriegt habe. Das ist ja, wie gesagt, immer so ein Thema. Tja, das ist sie. Und dann fahren wir einfach gleich mal weiter, würde ich sagen. So, und so viel Zeit habe ich schon wieder gar nicht mehr. Vor allen Dingen auch mit den Kameras hoffe ich, dass die noch durchhalten. Weil ich natürlich hier jetzt bei der Probefahrt keinen größeren Strom noch mit dabei habe. Also ich weiß nicht, inwieweit er jetzt hier vom Ton was mitkriegt. Ein bisschen wahrscheinlich schon. Also ist kernig. So, aber bevor ich noch lang rumschwätze, lasst mich erstmal meine Bewertung machen. Wie immer komplett subjektiv, einfach nur was ich so, auf was ich so stehe, worauf mir es ankommt und dementsprechend nicht für jedermann. Also müsst ihr halt gucken, ob das für euch auch passt. Fangen wir mal an mit dem Badass Factor. Und da hadere ich ja schon gleich wieder. Also auf der einen Seite, es ist schon eine stattliche Maschine und sowas. Sieht schon nicht schlecht aus, vor allem jetzt hier im Schwarz, finde ich. Aber wie gesagt, die Optik vorne von der Schnauze, da will bei mir nicht so wirklich ein Badass-Feeling aufkommen. Also der Gesamteindruck ist schon nicht schlecht, aber halt wird für mich vorne von dem Eindruck von vorne echt wieder runtergezogen. Von daher bleibe ich mal bei einer immer noch recht gut gemeinten 3 Punkte, würde ich mal sagen. Der Chill-Faktor, finde ich, ist auf der Kiste eigentlich schon recht gut. Also es ist natürlich nicht ganz so das typische Harley-mäßige, ne, so schön Bulldog-mäßig, untertourig tuckern und extrem massiv Drehmoment von unten raus. Trotz alledem hat sie immer noch richtig schön Bums. Sie verleitet schon fast ein bisschen sehr, immer mal am Hahn zu ziehen und wirklich mal von der Leine zu lassen. Das trübt sie ein bisschen, aber ansonsten kann man sie echt schön gemütlich hier chillig fahren. Wie gesagt, sitzen tut man auch echt gut da drauf. Also da würde ich ihr sogar noch die 4 Punkte lassen. Also wie gesagt, der Punkt, der es für mich ein bisschen runterzieht, ist wirklich das Ding. Das läuft so fein, finde ich, und sprintet so schön los, wenn man jetzt hier aus den Kurven rausgeht und dann gib ihm. Oh. Und das sind so die Punkte, wo ich dann sage, da geht dann der Chill-Faktor für mich halt ein bisschen verloren. Wenn sie einem so kitzelt und reizt, dass man mal dreht. Deswegen 4 Punkte, aber immer noch recht gut, würde ich mal sagen. Der Bums, da kommen wir jetzt gleich hin, anschließen sozusagen. Ich meine, ich habe es ja eben mal gezeigt. Das finde ich wirklich ordentlich. Also und das, was ich immer als Bums bezeichne, das bezieht sich ja nicht einfach nur auf die brachiale Kraft,
weil da kriege ich ja immer mal wieder einen Anschiss, wenn ich da niedrigen Punkte vergebe, obwohl das Motorrad eigentlich mit, was weiß ich, wie viel 100 Newtonmeter angegeben ist, so nach dem Motto. Aber für mich kommt es halt auch immer darauf an, wann quasi der Rums anliegt. Und ich finde hier bei der passt mir das wieder richtig gut. Also 5 Punkte würde ich jetzt so nicht vergeben, aber die 4 Punkte ist es mir hier auf jeden Fall wert. Und das sind sogar ziemlich gute 4 Punkte, würde ich sagen. Also die hat für mich schon Tendenz nach oben. Also mir passt das Motörchen und was er so abliefert, echt gut. Wie gesagt, ich bin ja jetzt eigentlich noch mehr betrübt, dass das Ganze nicht mit dieser Prongsma an den Start gegangen ist, mit dem Naked Bike. Das wäre ja richtig meins gewesen. Beim Charakter bin ich hier auch wieder so ein bisschen hin und her gerissen. Also es ist jetzt nichts extrem Markantes dabei für mich. Es macht im Großen und Ganzen natürlich voll diesen modernen Eindruck. Wie gesagt, auch hier beim Charakter spielt wieder so ein bisschen für mich rein. Diese Optik von vorne trübt das Ganze ein bisschen. Nichtsdestotrotz, der Motor gefällt mir nach wie vor ziemlich gut. Also das ist wirklich so ein bisschen meins. Und der rettet so ein Stück weit raus. Auch wenn der jetzt nicht so dieses typische Harley-Potato-Potato-Sound hat und sowas. Aber klangmäßig echt schön. Und von daher würde ich jetzt da hier auch wagen, ihr beim Charakter 3 oder 4 Punkte. Es ist für mich wirklich genau in der Mitte. Im Zweifel für den Angeklagten, ich lasse hier ja auch mal die 4 Punkte. Und zu guter Letzt haben wir noch den Sound. Den finde ich ja auch ziemlich geil bei der Kiste. Allerdings muss ich da natürlich ein bisschen unter Vorbehalt hier Punkte vergeben. Weil wie gesagt, Screaming Eagle klingt mir auf jeden Fall schon ein bisschen nach der aufgepeppten Version. Von daher müssen wir gucken. Auf der anderen Seite habe ich ja schon in letzter Zeit auch öfters mal erwähnt, ist natürlich das Thema Sound mittlerweile relativ kritisch. Ja. Und für mich ist dann im Zweifelsfall die Priorität, dass ich auch in so einer 95 dB-Zone noch fahren kann. Wäre mir wichtiger wie der Spektakel von hinten. Von daher muss man halt immer gucken. Aber trotz alledem, also ich finde den Klang schon echt geil. Er hat so richtig was schön Rotziges. So, weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also der gefällt mir echt gut. 5 Punkte kann ich schon mal nicht vergeben, allein schon wegen dem, weiß nicht, ob das jetzt schon eine bessere Anlage in Anführungszeichen ist. Und wie gesagt, mit dem unter dem Lärmaspekt auch nicht. Aber der Klang gefällt mir auf jeden Fall gut und das sind für mich schon mal richtig gute 4 Punkte. So, und damit bin ich jetzt auch schon mal durch und ich darf mich auch schon sputen, wenn ich da so sehe, dass von hier hinten wahrscheinlich schon wieder das nächste schlechte Wetter ankommt. Von daher gucken wir lieber nach da oben, da ist es schön blau. Und auf dem Rückweg ist mir noch eine Sache auf jeden Fall eingefallen, was so untypisch Harley ist. Das erste hatte ich ja schon gesagt, war hinten die Kette, Kettenantrieb. Das andere ist der Blinkerschalter. Jeder, der von mir schon Harley-Probefahrt-Videos gesehen hat, weiß ja, dass ich immer wieder gerne hier bei der Harley auf die Hupe drücke, wenn ich eigentlich blinken will. Und halt dieser Schalter von wegen links drücken, rechts drücken für links blinken und rechts blinken ist immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Jetzt bin ich eigentlich wieder bei dem, was ich bei mir auch dran habe, nämlich hier so ein Hebel, den ich einfach links und rechts schieben muss. Allerdings finde ich ihn relativ weit unten, also durch dieses riesen Schaltinstrument hier oben dran, muss man immer ganz schön hier nach unten packen, um an den dran zu kommen. Geht so. Sodele, meine Befürchtungen haben natürlich gestimmt. Es fängt an zu tröpfeln, gerade noch rechtzeitig. Bringe ich sie wenigstens einigermaßen trocken wieder nach Hause. Und wie üblich kann ich nur sagen, wieder einen herzlichen Dank hier an Harley in Fulda für die Probefahrt. Es war mir wieder ein Fest. Und ja, mir bleibt wie immer nur zu sagen,
übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.